Hallo und herzlich willkommen bei All Wheels Outside. Diesmal dürft ihr mit uns nach Kasachstan zum versunkenen Wald fahren. Los geht es in Karakol am Isikölsee. Wir fahren aber nicht in Kolonne zur Grenze. Wir fahren mit Jürgen und Clarissa nach Osten aus der Stadt und vertanken noch unser restliches Geld. Eigentlich dachten wir, dass wir die anderen auf der Strecke wiederfinden. Doch nur Alois kommt vorbei und sagt uns, dass Klaus und Richie die Stadt Richtung Norden verlassen haben. Dort vermuten sie die besseren Straßen, weil das Bimobil vermutlich auf unserer Straße nicht durchkommt. Im Endeffekt hätte das aber sicher auch funktioniert. Nach dem Tanken haben wir immer noch Geld übrig und kaufen kurz vorm Grenzübergang an der Straße noch reichlich Honig ein. Bei Kökjaik kommen wir auf die E011 und sind damit wieder alle gemeinsam auf der gleichen Straße unterwegs. Auch hier wird die Straße gerade neu gemacht. Nachdem wir ein kurzes Stück auf neuer Teerdecke fahren durften, geraten wir schon wieder in die erste Baustelle. An der Grenze treffen wir dann alle wieder zusammen. Der eigentliche Grenzübergang dauerte ca. 2 Stunden und war total entspannt. Da der Andrang nicht so groß war, hätte man das aber durchaus auch etwas schneller abwickeln können. In Kegen besorgten wir uns dann Geld, eine SIM-Karte und eine Kfz-Versicherung. Und dann ging es noch weiter bis zum Sharin Canyon. Auch in Kegen sind wir mit etwas Abstand voneinander gestartet und tatsächlich haben wir es wieder geschafft, auch unterschiedliche Wege zu finden. Da kommen doch Richie und Klaus recht, Timo, ne? Ja, schon gesehen. Ja, habt ihr ja gut aufgeholt, wa, Jürgen? Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen angeschaltet bisher. Ja, ihr seid gerade ausgefahren vorhin bei der Einkreuzung, ne? Abgebogen, zwischen durch die Schlucht gefahren. Ah, ihr habt bewusst den Schlenker gemacht. Und dann galt es, den genauen Stellplatz zu finden. Da am Parkplatz zu viel Trubel ist, hat Klaus den Canyon erkundet, doch dort unten scheint es zu schlammig zu sein. Halber Höhe, die Plätze sind zu schräg. Alois hat dann noch einen guten Platz oben auf dem Plateau gefunden. Thank you.
Der Platz hier oben ist gut für eine Nacht. Wir stehen gerade und haben eine gute Aussicht in den Anfang des Sharin Canyons. Nur der straffe Wind ist etwas nervig. Am Morgen trennen sich unsere Wege dann wieder. Wir wollen nach Almaty zu Allison. Dort soll der Kabelbaum im Getriebe gewechselt werden. Der Rest der Gruppe hat aber keine Lust, mit nach Almaty zu kommen. Da wir noch einen Tag Zeit haben, überlegen wir, wie wir jetzt fahren. Fahren wir nochmal direkt in den Sharin Canyon oder sehen wir uns den versunkenen Wald an? Ich hoffe, dass vielleicht sogar beides geht. Aber das werden die Straßen und die Entfernung hier nicht hergeben. Wir entschließen uns zunächst zügig zum Khandi-See zu fahren und dann sehen wir weiter. Unser Weg führt uns direkt am Black Canyon vorbei. Den hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Aber wenn wir schon mal hier sind, ein kurzer Stopp muss sein. Und schon geht's weiter Richtung versunkener Wald. Wir haben immer mehr das Gefühl, zu wenig Zeit für die einzelnen Sehenswürdigkeiten zu haben. Das Rennen Richtung Mongolei nimmt an Tempo zu. Jedes einzelne Land, durch das wir fahren, hätte es verdient, ein paar Monate besichtigt zu werden. Doch wie soll man das alles und diese riesigen Entfernungen in ein halbes Jahr pressen? Mehr Zeit ist nicht, da wir nicht in den Winter kommen wollen. Wenn die Straße gut ist, kommen wir ja zügig voran. Immer wieder gibt es aber auch schlechtere Straßen, die einen dann ausbremsen. Auch Osmand sucht für uns zwar interessante, aber manchmal sehr langsam zu befahrende Wege aus. Hier machen wir Pause an einem schönen kleinen Bach. Wie so oft in Kasachstan sehen wir hier wieder eine nagelneue Auffahrrampe. Da kann man schnell mal eine Fahrzeugwartung machen oder von unten einen kurzen Checker. Heute brauche ich das aber nicht. Dann geht es endlich in den Schlechtwegeabschnitt zum See. Hier werden Touristen in Scharen mit Bohanga-Bussen rauf und runter gefahren.
wir zur Wasserdurchfahrt kommen, von der ich schon gelesen hatte, freue ich mich. Sowas macht doch immer wieder Spaß. Und bei dem letzten Bach ist der Duro von unten ja auch gar nicht richtig gewaschen worden. Der Buhanka nimmt die Außenkurve. Da ist das Wasser nicht ganz so tief. In dem Häuschen hier muss man Eintritt für den Nationalpark zahlen. Der Eintritt setzt sich aus verschiedenen Summen zusammen. Wieso wir eben so eine krumme Summe von 2894 Tenge, was 5,58 € entspricht, bezahlen müssen, konnte man uns aber nicht genau erklären. Heißt, wir haben es nicht genau verstanden. Wir wurden zwar gefragt, ob wir übernachten wollen, einen oder zwei Seen besichtigen wollen, aber wir wissen nicht genau, ob die auch verstanden haben, dass wir nur für ein paar Stunden an den einen See wollen. Dem Parkplatz hier ist für uns Ende, weiter dürfen wir nicht fahren. Ab hier geht man entweder zu Fuß, mietet sich ein Pferd oder lässt sich vom Buhanka auf den Berg hochbringen. Wir entscheiden uns für eine Spritztour mit dem Urarzt den Berg hinauf. Erstaunlich, wie viele Leute in dem kleinen Auto Platz finden. Ab hier gehen wir zu Fuß, dann wieder zurück zum Duro. Hier oben an dem kleinen See darf man wohl auch campen. Was bestimmt aber erst abends, wenn der Touristenstrom nachlässt, so wirklich schön wird. Und jetzt dürft ihr mit uns zum versunkenen Wald, im Kaindi-See und zurück zum Auto wandern. Der versunkene Wald im Kaindi-See entstand durch ein Erdbeben im Jahre 1911, welches einen natürlichen Damm geschaffen hat, hinter dem sich Wasser sammeln konnte. Und weil da, wo der See sich bildete, früher ein Tannenwald stand,
ragen noch heute die ausgetrockneten Tannenstämme aus dem durch den Kalkstein türkis gefärbten Wasser. Die Jungs wollten schwimmen gehen, obwohl das in dem See eigentlich verboten ist. Aber es hat verdammt lange gedauert, bis sie sich in das kalte Wasser getraut haben. Ja, und nun geht es den gleichen Weg zurück, bevor wir Richtung Almaty eindrehen. Das bedeutet natürlich auch, ich darf noch mal im Wasser spielen. Juhu! Weil es so schön war, gleich nochmal. Ja, und zurück muss ich natürlich auch wieder. Und weil es so schön ist, bekommt ihr auch noch einen Buhanka zu sehen.
Jetzt müssen wir aber mal einen Zacken zulegen. Wir wollen ja schließlich vor der Dunkelheit noch in Almaty sein. Ein Besuch des Sharin Canyons wird heute definitiv nichts mehr. Wir sind spät dran und dann auch noch Polizeikontrolle. Ein Streifenwagen, der uns gerade erst überholt hatte, stoppt uns. No Paruski. Wir from Germany. Deutsch oder Englisch? Okay. Aber wir sind schnell fertig. Da ich ihn in Russisch begrüßt habe, dachte der Polizist im ersten Moment, ich würde Russisch verstehen. Aber schnell war uns beiden klar, ich verstehe ihn nicht. Er versteht mich nicht. Also gab es nur einen kurzen Blick in den Reisepass. Er sah, wir sind Deutsche und wir durften weiterfahren. Als wir nach Almaty reinkommen, kommen wir zu einer Mautstelle. Wir hatten unterwegs ja schon immer wieder Mautschilder gesehen und uns etwas gewundert. Im Internet kann man lesen, in Kasachstan wird keine Maut kassiert. Diese Aussage stimmt nicht. Der Nachtplatz, den wir bei iOverlander rausgesucht haben, lag dann in so einer Art Park. Aber es war zu spät, noch etwas anderes zu suchen. Wir fuhren einfach ein Stückchen weiter, bis wir zu den ersten Häusern kamen und blieben dort stehen. Und wenn wir ausgeschlafen haben und ihr das nächste Mal wieder einschaltet, dürft ihr mit uns zusammen in die Werkstatt fahren.